Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface für dich mit Sachen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich die jetzt aussortieren möchte oder ob sie bleiben dürfen. Also quasi die letzte Chance für dieses Make-up in meinem Gesicht zu funktionieren. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich starte mit dem Hydra Matte Primer von Revolution Pro. Das hat letztes Mal nicht so gut funktioniert, weil ich auch wirklich eine sehr matte Foundation hatte. Und der ist so flüssig, aber auch irgendwie nicht. Und ich mag ja nicht so gerne matte Primer, weil ich möchte meinem Gesicht eigentlich Glow geben. Also im Prinzip ist es dann genau das Gegenteil von dem, was ich möchte, ne? Also er spendet Feuchtigkeit, wenn ich den jetzt auftrage. Aber irgendwie, naja, er riecht auch ganz okay. Er stinkt jetzt nicht, aber er riecht auch nicht jetzt irgendwie super angenehm oder, ne, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt zwei Pumphübe aufgegeben und verteile ihn jetzt hier in meinem Gesicht. Ich mag ihn nicht so gerne, weil ja, er krümelt auch hier jetzt schon an der Seite. Also der Primer darf auf jeden Fall gehen. Ciao. Als nächstes habe ich ein Produkt aus dem NYX Adventskalender, wo ich mir irgendwie nicht so ganz sicher war, was ich damit anfangen soll. Das ist der NYX HD Studio Photogenic Studio Concealer und der ist einfach lavendelfarben. Ich würde ihn jetzt heute als Base oder als Color Corrector mehr oder weniger verwenden. Aber lila auf lila? Also im Prinzip sind meine Augenringe oder Augenschatten ja lila. Was will ich denn da mit einem lila Concealer? Den arbeite ich jetzt mit einem angefeuchteten Schwämmchen ein. Was soll das denn? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich habe jetzt einfach nur eine sehr, sehr aufgehellte Augenpartie. Macht für mich keinen Sinn. Der darf auch gehen. Als nächstes habe ich tatsächlich von Barbour ein Concealer, ist das glaube ich. Camouflage Cream nennt sich das. Hatte ich mir mal irgendwann geholt, weil es ein Goodie dann von Barbour mit dazu gab. Color 06. Ich denke, der wird mir auch viel, 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 viel zu gelb sein. Ich nehme das jetzt so... Ja, es ist auch viel zu fest, ne? Also, arbeite ich dann auch mit meinem Schwämmchen ein. Lässt sich auch ungefähr gar nicht verteilen. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man den gezielt irgendwie auf Pickel aufgibt, um dann Pickel halt richtig abzudecken. Aber als Concealer-Ersatz macht der ungefähr nichts. Naja, also ne, der hält schon die Augenpartie auf, aber irgendwie, ich denke, dass ich da auch einfach nie zu greifen werde. Und das ist auch der Grund, weswegen ich mir diese Produkte hier auch ausgesucht habe und die nicht einfach nur in die Aussortiertkiste gepackt habe, sondern weil ich noch einmal gucken wollte, komm, ich gebe euch noch eine Chance und dann schauen wir mal, ob ich zu euch greifen werde in der Zukunft. Weil jedes Mal, wenn ich sowas in der Hand hatte, habe ich es wieder zur Seite gelegt, weil ich dachte, boah, ne, ich glaube, der darf auch gehen. Das ist mir einfach irgendwie, das sieht komisch aus. Naja, jetzt mache ich mir auf jeden Fall Foundation drauf. Das ist die Whipped Cream Foundation in der Farbe 50 Natural von Max Factor. Die habe ich im Sommer halt öfters mal verwendet, ne? Aber die riecht angenehm nach sehr süß, nussig fast schon. Und die ist halt wirklich so von der Konsistenz her so eine Mousse Foundation, ne? Sieht man, glaube ich, auch. Vermischt die auch so ein bisschen mit dem Concealer, dass es nicht zu heftig aussieht. Weil ich wollte heute tatsächlich noch mit diesem Make-up, was ich mache, super Idee übrigens, das Haus verlassen. Die Farbe passt, das Finish ist auch einigermaßen okay, aber ich finde, dass die ungefähr nichts auf meiner Haut macht. Also sie ist so dermaßen leicht, dass sie mir schon wieder zu leicht ist. Also natural ja, aber zu natural, oder? Die darf gehen. Also die hat jetzt zart perfektioniert. Aber auch wirklich nur ganz, ganz bisschen. Also es wäre eine ultraleichte Foundation, aber wenn ich so eine ultraleichte Deckkraft haben möchte, habe ich genug andere Foundations, zu denen ich gerne greife. Oder eben eine BB-Cream, ne? So, jetzt würde ich einmal etwas probieren, was ich normalerweise nie mache, und zwar Cream Contour. Da habe ich zwei Produkte, die habe ich mir mal geholt, weil ich die, oder ertrashed, weil ich die interessant fand, aber ich greife da nie zu. Das ist einmal von La Rizzi in der Farbe Aloha. Dieser Stick, der war, glaube ich, mal in der Glossybox mit drin. Und dann von Model Co. der Contour Stick, auch der war mal in der Glossybox mit drin. Habe ich mir aber irgendwie ertrashed.
Auf dieser Seite mache ich hier mit Cream Contour. Ich meine, man sieht es, ne? Wie rot der einfach ist. Ja, er lässt sich mit dem Schwämmchen eigentlich ganz schön ausblenden. Aber irgendwie ist er mir zu rot. Und sehr dezent. Also da siehst du ja fast nichts von, ne? Dann lohnt sich das doch fast gar nicht mehr. Naja, auf der anderen Seite mache ich den von Larizzi. Der ist etwas aschiger, aber dafür natürlich sehr, sehr dick. Ich finde, das Finish, was solche Cream-Contour-Sachen bei mir hinterlassen, sieht einfach immer nur so schmutzig aus. Es hat irgendwie nichts mit einem schönen Make-up oder so zu tun, ne? Ich mag's nicht. Ja, auch da, man hat zwar ein Finish, aber kein schönes, oder? Die gehen beide. Übrigens, was ich in diesem Video sagen muss, ist, wenn ich jetzt irgendwelche Produkte zeige, die dein absoluter Liebling sind, dann freut mich das für dich. Aber bei mir, wie du siehst, funktionieren sie dann ja einfach nicht, ne? Das heißt, ich möchte jetzt keine Marken oder irgendetwas schlecht reden, sondern ich sehe einfach, wie Produkte in meinem Gesicht funktionieren. Und wenn es nun mal nicht funktioniert, dann darf es halt einfach gehen, ne? Machst du nichts dran. Setten werde ich die ganze Geschichte mit diesem Kamerapowder von True and Lucious. Das ist dieses hier. Universal Invisible Setting Powder steht hier. Das ist ein weißes Puder. Also weiß, Leute. Gucken wir mal. Wie sie gerade einfach alles runterschmeißt. Okay, so. Achso, unter den Augen mache ich das ja eigentlich ganz gerne mit meinem Schwämmchen. Also nehme ich mein angefeuchtetes Schwämmchen und sette damit unter meinen Augen. Wobei meine untere Augenpartie per se jetzt schon sehr, sehr hell ist. So, und jetzt den Rest mit dem Pinsel. Man wird einfach weiß. Also translucent ist das nicht, ne? Das gibt schon weiße Farbe ab. Dadurch verschwindet die Kontur einfach vollkommen, finde ich. Jetzt so, was ich im Spiegel, also quasi im Real Life sehe, geht meine ganze Kontur damit flöten. Im Prinzip sehe ich jetzt genauso aus, wie als ich das Video gestartet habe, nur weißer. Das heißt, dieses Puder macht jetzt nichts schöner im Gesicht und darf deswegen gehen. Es macht jetzt keinen Weichzeichner-Effekt, es macht mich einfach blass und das mag ich nicht. So, um wieder ein bisschen Leben ins Gesicht zu bringen, habe ich hier einen Bronzer von Sante 2-in-1 Contouring and Bronzer Powder. Ja, ne? Ich mag diese zweigeteilten Produkte einfach in dem Sinne nicht so gerne, weil ich einfach finde, du kriegst es nicht ebenmäßig hin. Es wird dann alles nur fleckig. Und der hat so eine zarte Farbabgabe, dass es selbst bei mir als sehr, sehr blasser Mensch schon fast nicht zum Vorschein kommt. Das heißt, ich muss als blasser Mensch, und das ist die Farbe Light to Medium, sehr, sehr tief in den Bronzer reingehen, um überhaupt was zu kriegen. Ne? Heißt, diese helle Farbe, die da mit drin ist, ist per se schon mal, braucht man nicht. So. Und dann ist der einfach zu zart für mich. Ich finde, da ist sogar der Milk Chocolate Soleil von Too Faced von der Farbabgabe intensiver als der jetzt, ne? Also um ein sichtbares Ergebnis hinzukriegen, muss man schon mehrere Schichten aufbauen, um das überhaupt sichtbar, wie gesagt, ne, hinzukriegen. Und das nervt mich. Das mag ich gar nicht. Also immer wieder reingehen, aufbauen. Nee, nee. Da habe ich viel, viel schönere Bronzer, die auch einfach ein Ergebnis zaubern, ne? Ja. Deswegen, ciao. Mensch, bislang darf noch nichts bleiben. Dann habe ich auch von Sante den Multi-Effekt Beauty Blush. Also ich persönlich mag sowieso diese verschiedenen Farben in einem Pfännchen nicht gerne leiden. Auch den hatte ich mit in einer Box. Ich finde es einfach schwierig, weil du kannst jetzt nicht sagen, Mensch, ich möchte jetzt diesen Ton haben oder ich möchte nur diesen Ton haben. Das funktioniert nicht. Da musst du mit einem ganz, ganz, ganz dünnen Pinsel rein. Das heißt, du gehst so oder so in alle Produkte rein. Was ich okay finde, ist, dass er einen Schimmer drin hat. Das mag ich gerne. Aber so, du musst ja in alles gleichzeitig reingehen. Ansonsten, ne, automatisch vermischt sich das. So, und wenn ich das mache, dann gebe ich ihn mir zwar auf. Und habe hier zwar einen schönen Blush, wobei, warte mal kurz. Na, den finde ich gut, der darf bleiben. Nein, aber den mag ich. Der macht eine schöne Röte, der macht es hübsch. Doch, das mag ich gerne leiden. Das bleibt als erstes Produkt jetzt hier.
super cool. So, dann habe ich jetzt noch zwei Highlighter, die ich mir in der LE gekauft habe, wo ich unfassbar stolz war, dass ich sie mir gekauft habe. Aber ich habe da nie wieder zugegriffen. Und zwar ist das hier von Essence aus der Berry On Limited Edition. Die beiden Highlighter, einmal Berry Vibes und Berry On My Mind. Die sind einfach vom Finish her zu speziell. Also der ist halt eher rosa und ich mag nicht so gerne rosa Highlighter. Das ist mir einfach zu... Ich mag weder rosa noch holographische Highlighter. Das ist mittlerweile einfach alles nicht mehr meins. Ich bin 30, ich... Nee, habe mich gegen sowas entschieden. Und auf die andere Seite gebe ich mir dann den dunkleren. Den muss er auch erstmal ein bisschen aufbauen. Dann sieht er per se auch gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Das ist ein schönes Highlight. Aber nee, ich greife da nicht mehr zu. Der geht weg. Genauso wie auch der andere Highlighter. Die dürfen mich verlassen, weil es ist einfach... Der ist mir zu rosa und der ist mir zu... langweilig. Da habe ich schönere, wirklich. Und da habe ich halt das Glück, dass ich auf eine entsprechende Sammlung zurückgreifen kann. Erstmal mache ich mir die Augenbrauen. Da habe ich hier von Physicians Formula den Brow Last Long Wearing Brow Gel Stift. Keine Ahnung. Hat ein Spoolie oben mit dran, was ich aber nicht benutze. Ist mir einfach immer auch sehr, sehr umständlich, um das mal so zu sagen. Da muss ich mir jetzt erstmal so einen Doppelpinsel raussuchen. So, dann nehme ich hier von Love einen. Der hat auf der einen Seite ein Pinselchen, auf der anderen Seite ein Spoolie. Denn ansonsten kannst du mit solchen Produkten echt fast gar nicht arbeiten. So, was ich hier super umständlich finde, du hast hier auf dieser Seite einfach dieses Pinselchen, mit dem kannst du einfach nicht präziser arbeiten. Dann musst du dir so abstreifen. Das hier stellt man sich zur Seite. Dann sucht man sich irgendwoher einen Spiegel. Ich streife mir mit meinem anderen Pinsel hier von diesem Pinselprodukt ab. Gebe es auf meine Augenbraue. Oh Mann, ey. Und bürste das ein. Das ist ein ganz transparentes, leicht bräunliches Gel, was eigentlich eher durchfallfarben aussieht. Und der Effekt ist so gering, ne? Ich meine, das macht eine schöne, natürliche Augenbraue, wenn man es dann halt dezent macht. Aber da muss immer wieder rein, aufbauen, ausbürsten. Finde ich viel zu umständlich. Dann nehme ich lieber einen Stift. Und von der Farbe her ist es auch einfach zu warm für mich. Also meine Augenbrauen sehen noch total fleckig aus, total unausgefüllt, ne? Also ganz, 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 ganz furchtbar. Ja, ganz offensichtlich, dieses Produkt darf mich hiermit verlassen. Ciao. So, ich hatte in einer Glossybox Young, glaube ich, von Miss Lynn True Color Eyeshadow Base drin. Das ist wie so ein Pöttchen und das hat wieder so eine weiße Farbe. Das verteile ich jetzt mit dem Finger. Finde ich nicht schön. Ich meine, man trägt Eyeshadow Base nicht solo, aber nee. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Von der Nabla Secret Palette bin ich nicht so ganz überzeugt und vielleicht überzeugt sie mich jetzt im Video. Der erste Punkt auf der ganzen Geschichte ist ja tatsächlich schon mal, du hast hier überhaupt keinen Ton, um dein Lid zu setten. Das heißt, du musst dann wieder zu deinem Puder oder zu deinem was auch immer greifen. Ich gehe jetzt hier tatsächlich bei meinem Bronzer in diesen Ton hier rein, weil ich wollte meine weiße Base nicht noch weißer machen mit einem Translucent Powder, was ja nicht translucent ist, sondern weiß. Das ist jetzt kein Tutorial, deswegen mache ich das jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf und ja, dann siehst du nachher auch das Ergebnis. Also die Palette bleibt, ne? Ich muss mich da noch ein bisschen dran experimentieren, aber ich sag mal so, für Easy-Peasy-Looks, für Alltagslooks ist sie ganz gut geeignet. Man muss sie sehr aufbauen. Also ihr Geld ist sie auf gar keinen Fall wert, muss ich ehrlich sagen, weil die hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Da kannst du dir besser im Sale deine Anastasia-Palette tatsächlich holen. Die groben Glitzertöne, Fantasize habe ich hier, Fantasize
Habe ich jetzt nicht verwendet im Look. Genauso wenig wie Play Hard. Das waren ja die Töne, die letztes Mal nicht so gut funktioniert haben. Big Experience habe ich jetzt auch nicht verwendet. Also ich habe tatsächlich jetzt mehr so, und Nah Black auch nicht, also eher so die ganz soften Töne jetzt verwendet. Außer jetzt halt dieses Rosemary, ist glaube ich das Grüne, ne? Genau, Rosemary. Ja, macht eigentlich einen ganz schönen Look und macht einen ganz guten Job, ne? Aber wir sind ja noch nicht hier durch. Also, ne, erstmal fixieren wir das Ganze. Das hier wird definitiv weiter wandern, weil das hat für mich einfach keinen Sinn. Das ist von Catrice, das Silk Fix and Care Spray. Das Problem bei dem Produkt ist, ja, es gibt dir einen Schimmer aufs Gesicht, aber es fixiert nicht dein Make-up in dem Sinne. Also, es macht jetzt nicht so ganz, was es soll. Und der Sprühnebel ist auch wirklich sehr, sehr unangenehm, muss ich gestehen. Ne? Also das ist alles andere als soft, was da rauskommt. Naja, wir tupfen deswegen das Ganze jetzt mal so ein bisschen vorsichtig ein. Eyeliner. Da habe ich hier von Stila diesen hier. Das ist so ein Black Obsidian Ink Got Inked Cushion Eyeliner. Das ist halt wirklich ein Kissen, was da drin ist, wo du mit deinem Eyeliner-Pinsel reingehst, ne? Ich bin ja überhaupt kein Fan von Eyeliner-Pöttchen und dann noch sowas. Ja, stell mich vor Herausforderungen, das kriegen wir schon hin. So, dann nehme ich hier so ein Pinselchen auf den Schwamm, kriege dann hier Farbe. Na gut, man muss mal richtig reindippen. Weil das halt eher wie so eine Creme ist, die du aufträgst, kriegst du da auch nicht wirklich so was Präzises am Ende hin. Weil es halt immer irgendwie aussmoked von alleine schon so, ne? Und das ist halt nervig. Weil ich mag es dann lieber doch etwas präziser. Weil wenn ich so einen Eyeliner haben möchte, dann mache ich mir den einfach mit einer Farbe aus der Lidschattenpalette und nicht damit. Ich meine, das sieht okay aus, ne? Darüber wollen wir uns ja gar nicht beschweren. Aber der Auftrag gefällt mir einfach nicht. Versucht man das nämlich immer irgendwie so gleich hinzukriegen, zieht hier noch nach, zieht da noch nach und hat dann irgendwann so einen fetten Eyeliner, dass man sich denkt, huch, wo will ich denn heute noch hin? Auf den 85. von meinem Opa ja wohl nicht mehr. Doch, eigentlich schon. Mensch. Naja, ja, wird auf jeden Fall weitergehen, weil ich den einfach nicht praktisch genug finde. Ich kann damit im Alltag kann ich damit auf gar keinen Fall arbeiten. Jetzt bei solchen Looks finde ich den auch irgendwie zu dröge, zu, da fehlt mir einfach was. Die Einfachheit fehlt mir, die Farbintensität fehlt mir. Und dafür dann so ein teures Produkt? Nein. Jetzt habe ich hier zwei Mascaren, die ich nicht testen möchte, sondern dir zeigen möchte, die definitiv gehen werden. Das ist einmal hier von Barbour die Ultra Definition Mascara. So. Hat ein Gummibürstchen und es ist einfach so trocken. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich meine, ich denke, sie heißt auch Ultra Definition Mascara, weil sie die Wimpern sehr, sehr klar definiert. Also da verklebt gar nichts. Null. Nichts. Nada niente. Aber das ist halt nicht das Ergebnis, was ich gerne bei Mascara habe. Deswegen ist mir das einfach zu wenig. Nee. Die war halt auch von Anfang an schon recht trocken, eben wegen dem Ultra Definition. Aber das ist nichts für mich. Mm-mm. Ich brauche mehr. Mascara Nummer 2 ist eigentlich ganz okay, aber sie stinkt halt furchtbar, ne? Das ist die von Manakada, die Bloom Mascara Jet Black. Und ja, die riecht echt übel. Ich meine, da haben sich schon ziemlich viele drüber beschwert. Die hat so ein ganz geswirltes, aufregendes Bürstchen. Aber die stinkt nach, weiß ich nicht, nach nichts Gutem. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Also die ist tatsächlich auch sehr, sehr dezent, sehr definitionsmäßig unterwegs, aber halt auch nicht das, was ich mag und sie riecht halt auch einfach nicht angenehm. Ne? Also da gibt es tatsächlich welche, die ich viel, viel lieber mag als die beiden Mascaren, die ich jetzt auf meinen Augen trage. Definitiv. Ich meine, im Kompletten sieht der Look auch gar nicht so verkehrt aus, ne? Also es sieht nach einem schönen Look aus, ich kann so rausgehen und ich muss mich jetzt irgendwie nicht groß beschweren. Übrigens, auf die Lippen mache ich mir den Shine 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 Wet Look Lipgloss von Essence. Ich habe einfach so viele Lipglosse und der darf jetzt einfach mal gehen, sage ich mal, ne? Und Pink brauche ich nicht.
Es ist zart pink, aber es ist pink. Also es ist trotzdem ein Look, mit dem kann ich jetzt vor die Tür gehen, aber dennoch sind es alles Produkte, wo ich einfach denke, ja, die einzigen zwei Produkte, die bleiben werden, ist ja einmal die Nabla Lidschattenpalette. Der gebe ich jetzt tatsächlich noch die ein oder andere Chance. Und der Sante Blush, weil den finde ich eigentlich ganz schön jetzt. Ne? Alle anderen Produkte werden gehen und ich werde auch keinem eine Träne hinterher weinen müssen. Ne? Naja. Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich meine begründete Info, warum diese Produkte gehen dürfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!